wenn sie die Wahnsinnsoffensive vom PSG unter Kontrolle halten und wenn sie darüber hinaus ihre eigene Offensivkraft durchsetzen wird. Natürlich traue ich Napoli den Titel zu, auch in der Königsklasse, aber ein Problem ist dabei, Eintracht Frankfurt kommt dazwischen und da hoffe ich natürlich, dass die Frankfurter ihre unglaubliche Serie in der Champions League weiter fortsetzen. Ich gehe davon aus, dass Jürgen Klopp mit den Reds wieder in die Spur kommt, in die erfolgreiche Spur, die äußerst erfolgreiche Spur, aber dafür bedarf es natürlich eine gewisse Auffrischung. Ich gehe davon aus, dass man jetzt die Auffrischung vornimmt bis zum Ende der Transferphase. Die Jungs sind hungrig auf weiteren Erfolg, sie brauchen aber Auffrischung und die wird jetzt kommen durch Jürgen Klopp. Ich glaube, dass im internationalen Bereich einige Mannschaften aufgeschlossen haben auf die vorher mal dominanten Spanier. Also, die Spanier müssen aufpassen, dass sie ihr Erbgut weiterhin verteidigen.